Ja, sieht sehr aufbrausend. Also sie ist eine der jähzornigen Hexe und steht dann da, wartet, tippelt mit den Füßen im Rasen und spuckt dann, während ihr gerade nach und nach reinkommt, spuckt sie in dieses Loch, was Kiaras hinterlassen hat, als er 2 Meter in die Tiefe gestürzt ist. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Ich möchte euch ganz gerne vorstellen, das ist das Fluggerät, die Avestroll. Und das sind die neue Mannschaft. Das ist Grunhild mit ihrer Torvaler-Mannschaft, die sozusagen das Schiff wie ein Schiff steuern wird. Und das ist die Edelhexe Kundra aus dem Reichsforst, die die Befehle geben wird. Denn niemand kennt sich besser aus mit der Lüfte als die Hexe und niemand kennt sich besser mit Schiffen aus als die Swafnir-Geweihte. Zusammen werden sie die Herrin der Lüfte sein und des Meeres, die vereint in diesem Luftschiff Unterstützung geben werden, die sie uns zugesagt haben. Ei, das wohl. Habt ihr die Schale? Natürlich habe ich die Schalen. Man gibt ihr die Schalen hier. Ich habe euch mehrere mitgebracht. Ich war mir nicht ganz sicher, was ihr davon wollt. Sucht euch die schönste aus, den Rest macht euch das, was ihr wollt. Ja, sie guckt die kurz durch, geht die nach und nach durch und behält dann die eine, schneidet da wohl irgendwas mit dem Fingernagel rein und die anderen 4 wirft sie dann in das Loch von Kiaras. Ja, wir konnten uns einigen mit allen und unsere Wünsche werden natürlich die Wünsche der, man denkt vor allem Richtung Kundra, der einzelnen Parteien werden alle nicht nur dem Heldenrat vorgelegt, sondern auch durch uns hoffentlich bekräftigt. Denn schließlich wollen wir alle diese Luftunterstützung durch diese großartigen Menschen. Ach, ihr wollt das sogar dem Rat der Helden mitteilen. Ich dachte, wir sollten das Schiff einfach entführen. Das wohl, Basfafnir. Entführen? Was? Das Ich habe keine Schiff? Ahnung, wovon ihr redet. Von den Führern hat niemand was gesagt. Lügt immer. Ja, Menschenkenntnis für die anderen. Überreden für Ömer mit Spezialisierung Lügen. Alle, die keine Kulturkultur Laminreich haben, erschwert um 3 nochmal. Krit ist immer drin. Also Fima hat ich keine hätte aber zumindest Ahnung. die Probe geschafft, ja? Ja, pf, gegen 16 halt, plus 3. Doppel 1. Gut, ja, Ömer hat keine Ahnung, wovon die Torwartin redet. Das sind Torfaller. Die labern immer viel Scheiße. Irgendwann kommt der Punkt, an dem wir einfach mal misstrauisch werden. Dann werden nur 16 ganz schnell mal 8. Solange dein Freund ist, kann er dir sogar noch eine plus 7 reindrücken, weil du ihm nicht misstraust. Ja, Ömer hat keine Ahnung, wovon die Torwartin spricht. Und dir ist wohl gerade der Kommentar auch gerade nicht mehr so wichtig. Und sie hat gerade angefangen, ja, sie sieht wohl aus wie so eine Knochenflöte und ritzt gerade ein paar chaldingsche Runen in diese Holzschale hinein. Ich weiß ja nicht, wie man bei euch zu Hause Schiffe bekommt. Aber ich weiß, bei euch ist das doch. Kapern, das wohl. Ja, Weiß auf nein. mir. Ihr sollt das nur besetzen. Ja, Ja, Herr Quatsch. Greifenmund, wir haben da schon alle wichtigen Dinge abgeklärt. Scheinbar ihr nicht, denn sie versteht euch wohl nicht. Der Bannstrahlorden wird mit allen Entscheidungen bestimmt sehr zufrieden sein, die hier gefällt werden. Wir halten uns an die preisgewollte Ordnung und an jedes Gesetz. Ich hatte angenommen, dass die Ulporter damals vor 7 Jahren aus der. Ist nicht so wichtig. Ja, sprecht ruhig weiter. Ich dachte wegen diesen Runen, sie klopft einmal auf die Schale. Ich dachte, deswegen sind die Ulporter damals aus der Gilde rausgeworfen worden von irgendwem. Also, ich kenne mich mit dieser Gildenstruktur nicht aus. Das wohl bei Swafnir, aber. Hat angenommen, dass das nicht mehr ganz so angebracht ist. Blutmagie und so. Was? Agestra, wovon spricht die Frau? Eine Also, ich habe dir Ottergeldra. jetzt. Immer geht jetzt. Immer, wo gehst du denn hin? Ja, wenn man es vergeigt, muss man es selber auslöffeln. Was? Immer Ich stehe wieder kommt irgendwie die mit Raupe. ausgebreiteten Armen auf diesem Feld. Guck nach links, guck nach rechts. Wo geht ihr denn jetzt? Rafim! Was? Was geht hier vor sich? Machen Ich eine stehe immer noch Otter die Galdre, Hälfte. hört auch zu. Eine was nun? Otter Galdre. Ich spreche kein Torwalsch. Das ist so eine magische Schiffsgemeinschaft. Ich kenne mich damit auch nicht so gut aus. Genau. Wir segnen die Mannschaft aus Swafnir ein, das wohl. Das klingt zumindest sehr göttergefährlich. Genau. Wo ist jetzt der Haken, Magister? Ja, was meintet ihr mit Blutmagie? Also, Ein Schiff, eine was sind das? Mannschaft. Das wohl, bei Swafnir.
Sie sagt ziemlich oft das wohl. Zeigt mal diese Zeichen her und erklärt mir, was die bedeuten. Keine Ahnung, was die bedeuten, aber ich habe diese Zeichen von einem Wallporter gelernt. Sie drückte die Schale in die Hand. Sieht so ein bisschen aus wie so eine Alchemistenschale mit ein paar archäologischen Runen daran. Also ich habe ja schon davon gehört, dass Runen Zauber bergen können oder Zauberwirkungen, aber wenn das mit Blutmagie gespeist wird, also davon kann ich nur stärkstens abraten. Die Legalität der Sache mal außen vor, dann werden die euch besser auskennen als ich mal gestern. Aber wollt ihr wirklich mit Blutmagie hantieren, während alles voller Dämonen sein wird? Wollt ihr mir das jetzt mein Handwerk erklären? Wir machen das seit 2700 Jahren. Und nur wie oft habt ihr das in der Gegenwart von einer fliegenden Dämonenfestung gemacht? Noch nie. Ja, aus diesem Grund ist es nämlich eine schlechte Idee. Die Mannschaft einsegnen und dabei etwas Blut opfern? Blutmagie generell hat unvorhergesehene Nebenwirkungen. Aus diesem Grund ist sie auch verpönt. Sie schaut aber zu Abelmir. Das hat aber bisher gegen die Horasia jedes Mal funktioniert. Naja. Die Horasia bedienen sich auch nicht reihenweise von Kampfdämonen. Den Göttern sei Dank. Habt ihr gehört, meine Freunde? Dieser Pfeil des Lichts sagt, wenn wir einen freiwilligen Beitrag leisten, dann ist das wohl nicht ganz so göttergefällig. Oder es könnte sein. Es ist gefährlich. Naja, wir stürzen uns auf einem fliegenden Schiff gegen eine fliegende Festung mit lauter Dämonen in der Luft. Dass das gefährlich sein sollte. Sicher, es ist in dem Sinne gefährlich, dass ihr dadurch die Dämonenseite stärker machen könntet. Sie können sich nämlich dieses Blutes Sie können es benutzen. Dann müssen sie aber erst an meine Axt vorbei. Das wohl. Das ist jetzt für Dämonen nicht so das Problem. Wollt ihr mir jetzt meine Arbeit erklären? Ich möchte euch über die Risiken aufklären. Mal ganz abgesehen vom moralischen Standpunkt aus. Gut, verstanden. Ich zwinge hier niemanden. Und das ist freiwillig. Riesaron. Wenn man die Risiken hin oder her, aber wenn es freiwillig ist, erscheint es mir doch, ich will nicht sagen legal, aber... Sicher, es ist eine andere Sache, wenn man sein eigenes Blut opfert. Aber nichtsdestotrotz ist Blutmagie trotzdem noch gefährlich, weil es eben diese unvorhergesehenen Wirkungen haben kann, Sachen verstärken kann. Es kann etwas aus dem Ruder laufen. Aber es das ist Torvala. Lass sie doch. Die Alternative ist, dass sie am Boden bleiben und wenig leisten, denke ich. Sie sind immer noch den Göttern gefällig. Sie huldigen Swafnir und alles. Wir sollten sie nicht einfach in den Tod laufen lassen, also. Sie wollen es doch. Aber ihr habt aber in der Sache, denke ich, jedes Mitspracherecht verwirkt. Gebe aber mir ja ungern recht, aber... Da doch recht. Entscheidet ihr, wie wir hier verfahren. Ich bin da nicht qualifiziert, was die Gildensprechung angeht. Sie zuckt mit der Schulter, schaut mal in Richtung Kundra. Machen wir das jetzt oder machen wir das jetzt nicht? Das wohl. Ich rate davon ab. Kundra nickt nur freiwilliges Blut. Warum nicht? Damit kann ich unser Schiff oben halten. Dann solltet ihr sehr gute Schutzvorkehrungen treffen. Ja, können wir ja mit anfangen. Ein paar archäologische Runen, auch in das Schiff reingeritzt und wenn diese Kundra hier auch noch irgendwas reinritzen will, soll sie machen. Ich werde euch im Auge behalten. Wenn die Sache schief geht, müsst ihr euch verantworten. Da sind wir sowieso nicht mehr hier. Ich möchte auch dabei sein, wenn ihr das macht. Ich interessiere mich dafür, wie das geschieht mit diesen zauberkräftigen Zeichen. Ich kann euch auch einige Tätowierungen stechen. Ich glaube, das wird derzeit nicht nötig sein, aber danke. Ja, schaut doch mal hier, sie krempelt ihre Arme nach oben, kannst riesige Oberarme erkennen, größer fast als die von Rafim. Und darauf dann verschiedene stilisierte Wale und Delfine und irgendwelche Glyphen und Runen, die auch so ein bisschen unter der Haut leuchten. Ja, also mit diesen Muskeln könnt ihr mit Sicherheit gut eine Axt werfen. Stimmt. Oder Baumstämme. Oder Torvala. Oder Horasia.
Oder Zwerge. Tja. Werf lieber mit Äxten. Gut. Euer kleiner Freund ist schon losgegangen. Ich glaube, der hat irgendwas, dem hat das irgendwie gar nicht so gefallen. Wir machen uns dann hier an diese Blutschale und dann die Verzierung von dem Schiff und dann. Apropos Äxte, wie ist es gut, seid ihr im Äxte werfen? Gut? Wir haben da nämlich so eine Axt, die gut gegen Drachen ist. Ja, nehme ich. Also, wenn ihr mir die geben wollt, dann weiß nicht, ob wir gegen Drachen ziehen, aber Äxte sind immer gut. Gerade wenn man die wirft, passen eigentlich immer nur drei in den Gürtel und dann kann man gerne auch noch eine vierte irgendwo nebenlegen. Wir haben leider nur eine. Ich komme später noch einmal damit zurück und erkläre, wie sie funktioniert. Es könnte sein, dass wir einem Drachen begegnen werden. Wenn wir auf einem Schiff in den Krieg ziehen, ja, warum keine Seeschlange, sondern eine Schlange aus der Luft, ein Drachen? Wir wissen nur nicht genau, wann dieser Drache auftauchen wird, aber es wäre uns wichtig, dass ihr diese Axt führt. Und zurückbringt. Sie gehört nämlich genau genommen nicht uns. Ja, sie zuckt nur mit der Schulter und kratzt wieder weiter. Kann euch auch eine neue bauen oder bauen lassen. Wir kriegen sie schon wieder aus den Leichnam des Drachen zurück, wenn wir ihn erstmal gelegt haben. Aber ja, ich denke, wir sollten langsam überfolgen. Ich denke auch. Es wird spät, der Rat tritt bald zusammen. Können wir denn jetzt da hochfliegen oder können wir jetzt nicht da hochfliegen? Was hat denn Jellif ihm Jasafar gesagt? Ach ja, das richtig, wir haben mit ihm gesprochen. Nun, das wird man gestern an Riesarun sicherlich im Rat präsentieren, damit wir es nicht zwangsweise aussprechen müssen. Warum juckt das denn den Rat, wie ich da hochfliege? Weil es den Rat sicherlich interessiert, wie wir überhaupt auf die Festung kommen. Denn wenn wir nicht auf die Festung kommen, ist die ganze Sache von vornherein hoffnungslos. Ja, natürlich. Also, dann gehen wir. Na, dann geht's hoch zur Residenz. Dann beginnt der Rat der Helden. Anwesend Saldor Fosslerin, natürlich auch Melvin Störrebrand, Elkarne, Erelion von Hohenstein, der Erzmagus, der Heilung, Danos von Luring ist anwesend, Talorion Tannensang hat sich verabschiedet bzw. entschuldigt, denn er wird die Bürgermilizen im Bogenkampf ausbilden. Der Professor Dottore Rodrigo Javendosa ist anwesend, Storko von Garrett auch, der streicht sich gerade durch sein Bart, Ludal von Wertling ist da, Answin von Werheim und die anderen sind nicht da, weil die arbeiten müssen. Könnt ihr gerade dann den Raum oben betreten und ja, Meldung über das ablegen, was ihr die Tage über getan habt. Und wenn ihr noch irgendwas wissen wollt oder so, könnt ihr das natürlich auch anfangen. Eine Sache haben wir noch. Wir haben zwei Dutzend, also 2x12 göttergefällige Anzahl an Hexen bekommen, die uns im Luftkampf unterstützen werden gegen diese fliegende Festung und gegen Dämonen. Haben sie sich also doch durchgerungen, hm? Ja, sie werden zusätzlich noch das Luftschiff, zumindest einige davon begleiten. Das Luftschiff wird so aufgewertet, um eine fliegende Station für die Hexen darzustellen, zur Versorgung und zur Schnellstversorgung vor allen Dingen. Und die Hexen haben aber einen Anspruch, und zwar dafür, dass wir dieses großartige, wirklich taktische, diesen taktischen Vorteil nutzen können, wollen sie ganz gerne zwei Tempel errichten. Am besten zwei Tempel der Satuaria, einen im Norden und einen im Osten, an der Hauptstraße zum Romilissa Tor und an der Hauptstraße zum Werheimer Tor, am besten direkt in der Nähe von Garrett gelegen. Und schaut mal auf Saldor Fosslerins Gesicht. Ja, der scheint gerade zu überlegen. Ist natürlich als Weißmagier hat er die eine Meinung, als Zwerg sind ihm die menschlichen Götter fast egal. Scheint er, wie gesagt, gerade zu überlegen. Melvin Störrebrand streicht sich ebenso über seinen Magiergewand, über die Glyphen darauf und kämmt sich noch ein bisschen durch die Haare und scheint dann zu nicken. Ja, scheint mir ein angemessener Preis zu sein dafür, dass wir Luftunterstützung bekommen und dann den Grund für zwei Tempel ebnen sollten. Schaut sich gerade so ein bisschen im Raum um. Zurzeit keine Praios-Geweihtenschaft da. Warum nicht?
Es gibt sogar das Zugeständnis, dass wir daraus Zar- und Satuare-Tempel Mischtempel machen dürfen. Das ist auf jeden Fall auch eines der 12 Götter direkt beinhaltet und nicht nur den Satuare-Tempel. Aber sind zwei nicht ein wenig dreist? Ein guter Preis für 2x12 Hexen im Namen der 12, finden Sie nicht? Deren Loyalität ich mal in Frage stellen möchte. Im ersten Anzeichen von Schwierigkeiten könnten die sich genauso wieder verziehen. Das könntet ihr auch über jeden Bauern sagen, der in der Armee steht. Und damit rechnen wir auch bereits. Die Bauern kriegen auch keine eigenen Tempel. Ja, aber wenn die Hexen sich verziehen, dann kriegen sie auch keine Tempel. Ist doch schon scheißegal. Und es ist nicht eine wundervolle Bezahlung, einen Tempel zu errichten, als Bezahlung im Kampf gegen Dämonen? Naja, dadurch, dass Arios von Wulfen und auch Volmian Praiobul Lustratus nicht hier sind, seid ihr wohl zur Zeit der Vertreter der Praios-Kirche, auch wenn ihr nur ein Bandstrahler seid. Und solltet hier zumindest in diesem Rat das kein letztes Wort, aber zumindest ein sehr beratendes Wort haben. Man müsste da natürlich dann auch nochmal die Zar-Kirche drauf ansprechen, aber ja, Melvin scheint ein bisschen zu lächeln. Immer mal wieder was Neues, so pflegt es doch die Zar-Kirche, oder nicht? Wenn sie jetzt einen Satuaria-Tempel mit einem Zar-Tempel verknüpfen, ich glaube, so etwas gab es bisher noch nicht und das würden sie vielleicht sogar erfreuen. Die seltsamen Gebräuche der Hexen der Obacht der Zar-Kirche zu unterwerfen, ist natürlich eine gute Idee, sagen wir es mal so. Zumindest besser, als wenn sie es in irgendwelchen finsteren Kellern vor sich hertreiben. Und wenn wir es dadurch schaffen, Harmonie zu stiften zwischen Hexen und dem Rest der Welt, ist es auch umso besser. Hexen. Mir ist es lieber, wenn sie eine Halbgöttin oder so etwas anbeten, als irgendwelches dämonisches Gezücht. Und das an einen Zartempel anzugliedern, finde ich keine schlechte Idee. Ich weiß nur nicht, ob, wenn es zwei Tempel sind, es nicht vielleicht später zu Streitigkeiten mit den Kirchen der anderen Halbgötter kommen könnte, die, glaube ich, nur einen Tempel haben. Nun, wenn sie auch weitere Tempel eröffnen wollen, warum nicht? Umso besser, oder nicht? Zumal die Zarkirche dann zwei weitere Tempel unterhalten müsste. Nun, lass uns auch auf einen Tempel runterhandeln. Dann aber den im Osten am Rommel des Sator, denn die Krähensteine, die in der Nähe sind, beherbergt die meisten Gläubigen der Hexen. Hm. Und Sator. Ein Tempel draußen in Badeweg, hm? Zwischen Badeweg und Meilersgrund, direkt am, an der Hauptstraße. Ich denke, Meilersgrund wäre bevorzugt, aber ich denke, sie würden auch mit Badeweg Vorzug nehmen, je nachdem, von welcher Seite der Hauptstraße sie bauen würden. Der anderen Seite der Stadt des Lichts. Solange hieraus keine Situation entsteht wie beim Zirkel der freien Wissenschaften und sie dann hinterher sich auf diese Abmachung berufen, um zu treiben, was sie wollen. Nun, wir geben ihnen einfach keine Abmachung wie beim Zirkel der freien Wissenschaften, dass wir ihnen freie Hand gewähren. Sie dürfen einen Tempel bauen. Sie dürfen einen Tempel bauen, in dem Zar und Satuaria angebetet werden. Nicht in dem Menschen geopfert oder unheilige Dinge geschehen dürfen. Ich wollte gerade sagen, wir werden keinen kaiserlichen Erlass von Perwal stellen, sondern nur die Erlaubnis für einen Tempel. Ich denke nicht, dass es ihnen darum geht, irgendetwas in diesem Tempel zu tun. Es geht ihnen rein darum, einen Tempel zu haben und ihn zu präsentieren. Genau, es geht ihnen darum, ihren Glauben nach außen zu präsentieren und Toleranz zu fördern. Also ich denke, mit einem Tempel einer, ob es eine Halbgöttin ist oder ein alvaranianisches, eine Entität, darüber müssen wir uns, glaube ich, hier in diesem Rat nicht streiten. Dafür sind zu wenig theoretische Akademiker hier, aber das ist zumindest nichts, was ich für verwerflich erachte. Also selbst die Praios-Geweihtenschaft wird sich nicht gegen einen Satuaria-Tempel stellen, auch wenn Hexen lästerlich sind. Ein Tempel ist nie eine schlechte Sache. Genau, und ich denke, jeder hier weiß, dass Hexen zu Rachegelüsten neigen. Und einen Tempel zu bauen, um ihn ins Gesicht der Praioten zu stellen, das ist doch wohl die harmloseste Form der Rache, die ich je gehört habe. Und ich denke, die Errichtung eines solchen Tempels wird für die Praios-Kirche akzeptabel sein. Schließlich ist er ja auch auf der anderen Seite der Stadt. Ja, das heißt, jeder, der in die Stadt des Lichts will, muss nicht sozusagen an diesem Tempel vorbeilaufen. Oder umgekehrt, wenn man aus der Stadt des Lichts kommt.
Das gezeichnet. Dann können wir also 2x12 Hexen in unserem Kampf begrüßen. Sehr schön. Sehr schön. Im Norden der Stadt kommen immer mehr Leute an. Ja, das haben wir natürlich mitbekommen. Dass jetzt, und damit haben wir auch natürlich gerechnet, herzlichen Dank, dass ihr euch mit euren Kontakten bei Gerala Isenbrock durchgesetzt habt. Die Leute bräuchten eine Sache von euch, die ihr mit Leichtigkeit ausstellen könnt, aber die vielleicht schwerer umzusetzen ist, um Unfrieden zu nicht hervorzuführen. Die Leute dort sind viele Handwerker, die alle zum Beispiel Schmiede ihrem Handwerk nicht einfach offiziell nachgehen können. Ich möchte ganz gerne einige Schmiedespenser für diese Leute erwirken, für spezielle Spiele, die ich aussuche. Sagen wir mindestens 5 Stück, dass dort Leute in die Schmiedegilde aufgenommen werden. Wir könnten sowieso gerade mehr brauchen, um noch einige Waffen für die Milizen herzustellen. Vielleicht nicht nur begrenzt auf Schmiede, auch andere Handwerker suchen sicher nach Arbeit und können dringend benötigt werden. Dafür wäre ich stark, das ist schließlich ein Ingrim gefälliges Werk. Den Zünften wird das nicht gefallen, ich schiebe mal den Tisch runter. Ja, das wird vielen Leuten nicht gefallen, aber ich glaube, dass wir in Zeiten der Not und Verbündete uns erhalten müssen. Und dass diese Leute sozusagen, wenn sie eierlicher Arbeit nachgehen können, auch das am liebsten tun würden. Wenn wir auch wissen, dass dort oben viel kriminelle Dinge vor sich gehen, können wir damit viele Dinge entkriminalisieren. Das heißt, ein Handwerker, der verzweifelt ist, wird weniger wahrscheinlich kriminell werden, wenn er die Möglichkeit hat, seinem Handwerk nachzugehen, weil wir Dispense da oben ausstellen. Ich möchte ganz gerne dort einfach die Ordnung fördern. Und ich glaube, dass es eine Förderung ist, wenn sich mit den Gilden auseinandergesetzt wird und dort mehr Leute in die Gilde aufgenommen werden. Göttergefälligkeit ist wichtiger als zu Traditionen. Ich denke auch, dass die Zünfte den Ernst der Lage noch nicht verstanden haben und sie werden es aber allerdings spätestens nach der Schlacht verstehen, dass Gareth solche tapferen Männer braucht. Dass so etwas wie... Ja, da werden sie sich natürlich auf den Kopf stellen, aber solange dieser Rat zumindest seine Gültigkeit behält, vielleicht wird später dann... Kaiser Selindian diesen Erlass widerrufen, aber solange wir hier im Rat der Helden agieren, können wir ihnen sicherlich so etwas wie Dispenser ausstellen und dann soll sich erzählt. Wie wäre es, wenn wir uns auf 3x12 göttergefällige Dispense einigen, die wir dort ausstellen werden, an Handwerker, die wir handverlesen, auswählen? Und eine Handvoll Handwerker wird die Zünfte nicht über Gebühr beunruhigen. Ja, 3x12 aus verschiedensten Handwerkergruppen, dass wir sozusagen 3x12 göttergefällige Handwerker auswählen, die wirklich eine vernünftige Arbeit ableisten, die der Gilde sozusagen auch jetzt hier keine Schande bereiten und die dem gesamten Viertel helfen werden, aus verschiedensten Handwerkern, nicht nur Schmiede, wie ihr es gesagt habt, sondern auch alle. Vielleicht bekommen wir dann endlich ein gar vernünftiges Bier. Vielleicht sollten wir diese Leute erstmal erfassen. Ich werde mich um die Erfassung kümmern, aber 3x12 Dispense, wenn wir das hier beschließen, kann ich das zumindest schon mal ankündigen. Und kann mir dann die besten Handwerksarbeiten und Handwerker raussuchen mit der Zeit. Gut, dann stelle ich den Antrag, aufgenommen bitte ins Protokoll, dass wir Ömer zum Beauftragten im Tobria-Viertel ernennen. Einwände? Niemand hebt die Hand. Damit wurde der Antrag stattgegeben, gab keine Einwände, Enthaltungen wurden nicht erfragt. Gut, wie geht's weiter? Die Frage, wie wir auf die Festung kommen, ist derzeit noch nicht gänzlich geklärt. Wie Magistra Iserun sicherlich berichten kann, hat Jellef eben Yasaf einige Unterstützung zugesagt. Die Flugmaschine des Mechanikus erwies sich allerdings als unpraktikabel. Gestern. Jawohl, die Flugmaschine ist sehr langsam und erreicht auch nur langsam große Höhen. Aus diesem Grund wurde es als zu gefährlich erachtet, mit dieser auf die Festung vorzudringen. Der Erzmagus Jellef ibn Yasafa hat angeboten, den Cantus Leib des Windes zu wirken, allerdings aufgrund gewisser Kraftbeschränkungen ist das nur für 2 Personen möglich. 2 Personen können also sich mit diesem Cantus belegen lassen und durch die Luft auf die Festung reisen. Für andere muss ein alternativer Weg gesucht werden.
Wenn ihr wollt, dann, Ludolf hebt die Hand. Wenn ihr wollt, dann kann ich den Weg mit diesem Kantos antreten. Ich weiß zwar nicht, wie das funktioniert, aber ich werde es tun, wenn ihr es mögt. Unser Problem derzeit ist, dass wir generell noch nicht genug Möglichkeiten haben, um alle von uns hinaufzuschaffen. Geschweige denn noch mehr Leute. Wenn ihr gehen wollt, Jalan, dann könnt ihr ebenso gehen. Ich habe zwar eben gerade schon mit mir gerungen, weil ich bereits die Obrigkeit über die Miliz hier für mich gewonnen habe, genauso wie Danos es für die restlichen Reiter tun wird. Talorion wird die Schützen in seine Obhut nehmen. Wir sind schon einmal in Galottas Palast eingebrochen und haben ihn in die Suppe gespuckt. Wir schaffen es auch nochmal. Damals ebenso in meinem Auftrag. Ich würde euch, wie gesagt, gerne begleiten, aber dadurch, dass ich schon die Miliz verwalte und führe, jetzt wo die Rondra-Kirche ihren Herrmeister verloren hat, wo sowieso alle Kirchen irgendwelche Führer verloren haben, habe ich mich dazu entschlossen, dass ich als Marschall sie führen werde. Aber dann vertrauen wir auf Helden wie euch. Außerdem werden wir euch hier unten brauchen, falls eines Tages Anzwin der Meinung ist, er müsste seinen Schachzug machen.